Ein Rennspiel, genau. Mit Käfer. Nein, nicht diesen. Diesen Käfer. Eigentlich eine nette Idee, die man bei diesem Spiel hatte. Buck Riders The Race of Kings. Entwickelt von N-Space und veröffentlicht von GT Interactive im Jahre 1997. Die PC-Portierung, die wir uns hier anschauen, erschien Anfang 1998. Das schlichte Covermotiv liegt ganz im Zeichen der Libelle, die das I darstellt. Der Inhalt der Packung beinhaltet die CD, eine dünne Bedienungsanleitung auf Französisch und Deutsch, die die Strecken, die Charaktere und die Renntaktiken erklärt, und eine Registrierkarte, um die Datensammlung des Publishers zu erhöhen. Die sagenhaften Screenshots lassen einem eine lange Installation erwarten, doch die ist selbst auf einem PC, der die Mindestanforderungen erfüllt, erstaunlich schnell durch. Jedoch werden sämtliche Dateien von der CD geladen, welch ein Wunder. Die Konfiguration wird vor dem Spielstart vorgenommen, wie etwa die Steuerung, der Sound, welcher merkwürdige Voreinstellungen vorweist, und die Grafik, welche sich auf eine Auflösung von 640x480 Pixel beschränkt. Buck Riders startet mit Logos und einem vielversprechenden Intro, welches die Burg von Entymion zeigt, wo der König am Dahinscheiden ist. Und nun soll es ein großes Rennen richten, welches die Würdigung als zukünftiger König offenbart. Und das mit gigantischen fliegenden Insekten. Ihr habt richtig gehört, sonst würde das Spiel nicht so heißen. Überträge man sowas in die Realität, könnte man mit überdimensionierten Käfern Bundespräsident werden, welch absurde Vorstellung. Man möge meinen, das Menü sei ziemlich schlicht gehalten. Wer es mit einem leistungsschwachen PC startet, hat fast schon eine mittelschnelle Slideshow. So performancehungrig können Menüs sein, selbst wenn es nur drei Menüs anbietet. Eine Auswahl von 8 Krieger mit ihren jeweiligen mehrbeinigen Untergeschossen und unterschiedlichen Eigenschaften stehen dem Spieler zur Verfügung. Fahren, oder besser gesagt fliegen, tut man mit seinem Krabbeltier mit Flügeln über 6 Länder, wovon das Ende die Burg kennzeichnet. Nesse, Brazia, Danubus, Tanis, und Amador nennen sich die Regionen, bei denen man sich vorerst beweisen muss, was gar nicht so einfach wird. Generell manövrieren die Insekten fast schon automatisch, man muss lediglich ein paar Lenkkorrekturen vornehmen. Mal leichte, mal kräftige, gar schon eigenartige. Der Automatisierung steht die Beschleunigung im Wege, denn das Flugobjekt wird angetrieben von Peitschenhieben. Tut mir leid, Leertaste. Übertreibt man es, wird die Geschwindigkeit logischerweise niedriger und das Insekt macht sich durch Quälgeräusche bemerkbar. Was bei vielen Rennen frustrierend ist, bemerkt man das Zeitlimit. Quasi jedes Rennen hat gewisse Zeitlimits, die man einhalten muss und mit bestimmten Zeitringen auf der Strecke entfleuchen kann, wenn man sie erwischt. Mir ist das im Test oft nicht gelungen. Oft. Ziemlich oft! 3 Spielmodi gibt es, jeweils leicht, mittel und schwer. Die klassische Meisterschaft geht rund um die Region, wobei es bei einer Region 3 Varianten der Strecken gibt. Ab dem zweiten Rennen darf dann wild losgeballert werden. Ja, auch Geschosse sind vorhanden. Nur mit etwas Glück kann man jemanden mit der Primärwaffe erwischen. Eine Sekundärwaffe erhält man über die bunten Ringe, die unterschiedliche Waffen beherbergen. Zusätzlich kann man sich mit einem Schild vor Angriffen schützen, was mehr oder weniger mies funktioniert. Im Time Trial muss man kurz vor Ablauf der Zeit die 3 Runden der Strecke schaffen. Auch hier kann man mit Zeitringen die Uhr ein paar Sekunden zurückstellen. Im Vernichtungsmodus muss eine bestimmte Anzahl an Gegnern mit den Waffen getötet werden, um bei den Strecken weiterzukommen. Leider verhindert die vermaledeite Steuerung da ein vernünftiges Vorankommen.
Steuerung ist ohnehin ein gutes Stichwort, denn die fliegenden Boliden lassen sich durch ihre Sensibilität eher mäßig bis gar nicht gut durch die teilweise abgefahrenen Strecken steuern. Schon gar nicht, wenn die Strecken die miesesten Hindernisse überhaupt haben und die automatische Fahrt hineinkracht. Selbst die Grafik kann keine Bäume rausreißen. Das hier ist der 3DFX-Modus. Wirklich. Viel besser wird's nicht. Alles wirkt viel zu eckig und zu matschig, da hätte man mehr rausholen können. Im Software-Renderer ruckelt es bei einem Pentium 133 stark. Bei Direct 3D kann die Voodoo noch ein bisschen Performance rausholen. Vernünftiger läuft das Spiel bereits auf einem Pentium 2 mit Voodoo 3. Seltsam waren die Tonprobleme auf dem Pentium 133, wo das rechte Ohr verzweifelt nach etwas Musik schreit. Das Problem war beim Pentium 2 nicht vorhanden. Mein Fazit zum Spiel würde ich kurz gesagt so ausdrücken. Hier wurde eine interessante Idee eher mies umgesetzt. Dafür verantwortlich ist das merkwürdige Leveldesign, die eigenartige Grafik und die hundsmiserable Steuerung, die einen auf lange Sicht keine Freude bereiten wird. Das ständige Auspeitschen wird auf Dauer anstrengend und der Spielspaß bleibt da eher auf der Strecke. Summa summarum ist für viele nach kurzer Zeit das Rennen der Könige beendet. Ich hoffe, euch hat diese Review gefallen. Klickt euch auf den Kanal für andere Videos oder schaut auf KepoWeb für andere Infos vorbei. Bis dahin erstmal und vielen Dank fürs Zuschauen.